und bitte um das Statement. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, das Landeskabinett hat heute eine wichtige Weichenstellung vor dem Hintergrund der Umstrukturierung der Bundesfernstraßenverwaltung vorgenommen. Wie Sie ja alle wissen, wurde im Rahmen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen entschieden, dass der Bund eine eigene Verwaltung mit einem Fernstraßenbundesamt und einer Infrastrukturgesellschaft aufbauen will. Diese Gesellschaft soll ab Januar 2021 die Verwaltung der Bundesautobahnen übernehmen, die bislang ja von den Ländern im Auftrag des Bundes verwaltet werden. In diesem Zusammenhang hat der Gesetzgeber in Berlin noch im Sommer die Option geschaffen, dass Länder auch ihre Bundesstraßen in die bundesunmittelbare Verwaltung übergeben können. Die Länder könnten den Bund also durch eine entsprechende Antragstellung bis Ende des Jahres 2018 zu einer Übernahme der Bundesstraßen verpflichten. Wir haben hier in Schleswig-Holstein im Koalitionsvertrag vereinbart, diese Option grundsätzlich zu prüfen. Das haben wir getan. Und ich habe immer gesagt, dass diese Frage schnellstmöglich geklärt werden soll, noch bis zum Jahresende 2017 und bis zu diesem Zeitpunkt auch entschieden werden muss, was mit dem heutigen Tage auch der Fall ist. Das Landeskabinett hat heute beschlossen, dass die Bundesstraßen in Schleswig-Holstein weiterhin vom Land im Auftrag des Bundes verwaltet werden sollen. Ein entsprechender Antrag auf Übergabe an den Bund wird also nicht gestellt werden. Gleichzeitig haben wir aber dem Landeskabinett vorgeschlagen und insoweit auch bin ich beauftragt worden, mit dem Bund Verhandlungen über einige Bundesstraßen im Lande aufzunehmen, ob die nicht vom Bund, weil sie einen bestimmten Zusammenhang zu Bundesautobahnen aufweisen, einen Netzzusammenhang oder einen Funktionszusammenhang, diese Straßenzüge auch in die dann bundesunmittelbare Verwaltung zu übernehmen. Insgesamt handelt es sich dabei um rund 228 von 1.550 Kilometer des Landesstraßennetzes, also des Bundesstraßennetzes in Schleswig-Holstein. Und zwar sind das solche Straßen, die im Wesentlichen entweder schon dafür vorgesehen sind, zu Bundesautobahnen zu werden, indem sie etwa die Teilabschnitte der Bundesstraße 404, die eines Tages mal zur A21 werden sollen, aber auch Streckenabschnitte der Bundesstraße 5, zum Beispiel der Ausbauteil, der zwischen Heiligenhafen und Puttgarden als Bundesstraße 207 zukünftig wegen der Fehmarnbeltquerung zur Fortsetzung der A1 werden soll, und aber eben auch der gesamte Westküstenkorridor, den wir perspektivisch als Potenzialkorridor für einen langfristigen Fernstraßenausbau in Schleswig-Holstein sehen und deshalb da einen inneren Zusammenhang, einen Funktionszusammenhang und einen Netzzusammenhang mit dem restlichen Bundesautobahnnetz sehen. Das allerdings ist mit dem Bund zu verhandeln. Wir können insoweit den Bund nicht verpflichten, diese Streckenabschnitte zu übernehmen, aber wir wollen in diese Richtung mit dem Bund verhandeln. Die grundsätzliche Entscheidung allerdings, die Bundesstraßen in der Auftragsverwaltung des Landes zu behalten, dürfte insbesondere bei den 1.400 Beschäftigten unseres Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr Erleichterung auslösen, vor allem aber auch Klarheit über die Zukunft des Landesbetriebs Straßenbau in Schleswig-Holstein schaffen. Es gab hier in den letzten anderthalb Jahren viele Unsicherheiten, die den Landesbetrieb auch ein Stückchen weit geschwächt haben. Erste Abwanderungen von Fachleuten aus den Niederlassungen zu Kommunen oder in die Privatwirtschaft waren für uns ein durchaus alarmierendes Signal. Umso wichtiger war es jetzt, schnellstmöglich Klarheit zu schaffen. Wir haben diese Entscheidung aber auch getroffen, um erstens den Einfluss des Landes auf die Bau- und die zunehmend bedeutsamen Erhaltungsmaßnahmen bei den Bundesstraßen zu erhalten. Es soll nicht von Berlin aus oder von Bonn aus entschieden werden, welche Bundesstraßen in Schleswig-Holstein zuerst saniert werden oder welche Prioritäten etwa bei Ortsumgehungen zu setzen sind. Der Sachverstand vor Ort soll weiterhin genutzt werden und die politischen Entscheidungen sollen ebenfalls ortsnah getroffen werden. Wir wollen als Zweites mit der Entscheidung sicherstellen, dass der Landesbetrieb Straßenbau die für den Infrastrukturausbau nötige Kompetenz auch sichern und ausbauen kann. Wir brauchen angesichts der ambitionierten Ziele der Landesregierung im Infrastrukturausbau
beispielsweise hinsichtlich des Sanierungsstaus auch im Hinblick auf die Landesstraßen, aber auch im Hinblick auf die kommunalen Straßen. Wir brauchen einen starken und leistungsfähigen Landesbetrieb Straßenbau. Es braucht für eine zukunftsorientierte Entwicklung den Blick auf einen Netzverbund mit den Bundesstraßen, ein Landesbetrieb Straßenbau, der neben den Bundesautobahnen auch noch die Bundesstraßen abgegeben hätte, hätte als Arbeitgeber sicherlich ein nicht so attraktives Profil hergestellt und könnte straßenbauliches Know-how deutlich verlieren. Das galt es zu verhindern und genau deshalb ist auch diese Entscheidung gefallen. Zu einigen weiteren Fragen wollen wir mit dem Bund zudem dann in Verhandlungen treten. Eine habe ich schon vorhin gesagt, dass eben ein Teil des Bundesstraßennetzes im Netzzusammenhang mit Autobahnen dann vielleicht doch übertragen werden kann. Wir wollen aber vor allem mit dem Bund darüber verhandeln, ob die neue Infrastrukturgesellschaft möglichst schon ab Januar 2020, das ist in den Gesetzen so vorgesehen, auch die Planung und den Bau der Bundesautobahnen im Land übernehmen kann. Wenn sowieso feststeht, dass die Bundesautobahnen in dieser Infrastrukturgesellschaft zusammengefasst werden und von dort auch geplant und verwaltet werden sollen, dann macht es aus unserer Sicht Sinn, sobald die Infrastrukturgesellschaft auch als schlagkräftige Truppe aufgestellt ist und dann so früh wie möglich einen Übergang der Bundesautobahnen zu gewährleisten. Ich habe schon gesagt, dass wir mit dem Bund über die einzelnen Streckenabschnitte, die im Netzzusammenhang stehen, verhandeln wollen. Und schließlich wollen wir mit dem Bund Verhandlungen über eine auskömmliche Erhöhung der sogenannten Zweckausgabenpauschale verhandeln. Es ist ja Ihnen sicherlich bekannt, dass für das Planen von Bundesautobahnen und Bundesstraßen derzeit etwa Größenordnungen von etwa 18% von den Gesamtkosten an planerischen Kosten anfallen. Das ist jedenfalls der Stand in den letzten Jahren. Von diesen planerischen Kosten werden derzeit vom Bund nur 3% ersetzt. Und auf dem Delta, diesen 15% der entsprechenden Kosten, bleibt das Land in der Regel sitzen. Dieser Wert ist über 40 Jahre lang nicht angepasst worden. Für andere, etwa für diejenigen, die im Schienenbereich planen, für die Deutsche Bundesbahn zum Beispiel, also für die DB AG, gilt, dass 18% der Planungskosten tatsächlich auch vom Bund erstattet werden. Wir wollen mit dem Bund in Verhandlungen eintreten, diese Zweckausgabenpauschale so auskömmlich zu erhöhen, dass die Länder hier nicht auf einem erheblichen Kostenanteil sitzen bleiben. Das ist schon einmal zu Beginn diesen Jahres, nachdem die Finanzierungsfrage etwa angeregt worden ist, dann am Widerstand des Bundes kurzfristig gescheitert. Wir wollen diese Gespräche mit dem Bund wieder aufnehmen und das auch mit den anderen Bundesländern gemeinsam machen. Insgesamt also, meine Damen und Herren, haben wir die angekündigte Entscheidung getroffen, die Bundesstraßen in der Auftragsverwaltung des Landes zu behalten und damit eben das Signal auch gerade in Richtung der Öffentlichkeit, der Bediensteten, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landesbetrieb vor dem Hintergrund unserer ambitionierten Ziele bei dem Infrastrukturausbau hier auch den schlagkräftigen Landesbetrieb Straßenbau im Lande so zu erhalten. Herzlichen Dank.